Das ist doch nicht mehr normal. 100% Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ihr wisst das ganz genau. Josef, du redest wieder viel Quatsch. Komm, koch einfach. Egal, was du sagst, du bist böse, Mann. Was soll ich das so sagen? Heute, meine verehrten Zuschauer, stelle ich euch den Baba unter den Fitnessgerichten vor. Und zwar machen wir heute einen schönen Fitness-Bagel. Ich sag euch ehrlich, an diesem Rezept habe ich lange rumgetüftelt. Lange probiert, lange geguckt, dies, das, was soll ich euch sagen. Ich habe reingebissen und ich habe mir einfach gedacht, Baba. Baba-Geschmack, Baba-Qualität, Baba-Optik. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Zutaten, Leute. Kommt mal her. Für unseren Fitness-Bagel brauchen wir Folgendes, Leute. Petersilie, Koriander, eine Frühlingszwiebel, Tomate, halbe Zitrone, eine Avocado, einen Esslöffel Senf, eine Mozzarella, Thunfischdose, Salz, Pfeffer und natürlich auch Bagels. Es kommt heute mehr aufs Innere an, Leute. Fixiert euch mehr auf das Innere, was ich euch heute zeige, mit was ich es belege, weil hier könnt ihr variieren. Ihr könnt nehmen, was weiß ich, Eiweißbrot, Low Carb Brot, Vollkornbrot, Dinkelbrot, Burger Buns, was ihr wollt. Ich bin gerade voll im Bagel-Trip. Nenne ich es einfach mal, Leute. Ich habe das irgendwo gesehen, auf dem Bild, in Zeitschrift oder so. Und ich habe extrem Bock darauf bekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Ich weiß, ihr versteht schon, was ich meine. Das ist variabel. Ihr könnt das so variieren, wie ihr Bock habt. So, dass ich jetzt hier einen Bagel backe und so, zu viel Arbeit. Unmöglich. Ihr braucht nicht länger wie 5 Minuten für dieses Rezept. Und ich sage euch, Nährwerte und Geschmack. Brutal. Natürlich ist schon ein bisschen Kalorien drin, aber diese Kalorien sind alle sehr, sehr gut für dich und deinen Körper. Für deine Gesundheit, für deine Fitness, für deinen Körper optimal. Wir schneiden jetzt alles so klein und machen das in den Mixer hier rein. So, wir machen nur so grob, so die Frühlingszwiebel so, grob schneiden und das hier in den Mixer reinlassen. Koriander und Petersilie, Leute. Nur so grob schneiden. Und da rein. Die Avocado, Leute, einmal so ein Lapp. Ganz wichtig bei der Avocado, wenn ihr die kauft, Leute, reindrücken, wenn man so leicht reindrücken kann, kaufen. Jetzt die Avocado, zack, rein. Die Thunfischdose mit Wasser reinkippen. Ihr merkt, Protein, Sachselle. So ein schöner Proteingehalt ist da. 100% Qualität. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ihr wisst das ganz genau. Made in Germany, Bundesrepublik. Josef, du redest wieder viel Quatsch. Komm, koch einfach. Dann nehmen wir hier Senf, Leute, und machen den Senf rein. Das ist genau ein Löffel, ein Esslöffel. Machen wir rein. Halbe Zitrone reinpressen. Ein Ticken Pfeffer, Leute. Salz brauchen wir nicht reinzumachen, Leute. Meiner Meinung nach stimmt der Salzgehalt. Wenn jemand salziger haben will, er soll machen. Wisst ihr, wie ich auf dieses Rezept hier gekommen bin? Auf jeden Fall gibt es ja diese Thunfischcreme. Diese Thunfischcreme ist mit Thunfisch und Mayo. Ich überlege, ich denke mir so, was kann man nehmen, was so einigermaßen in diese Richtung hinkommt. Und dann habe ich gerade Salat gegessen, habe gesagt, ey Digga, Avocado. Ist doch auch so eine Konsistenz, bisschen so in Richtung Mayo. Natürlich nicht wie Mayo komplett reingeschissen, sondern es geht noch durch. Jetzt einfach hier mixen, mehr nicht. Dadurch, dass die Avocado etwas zu groß ist, müssen wir ein bisschen Flüssigkeit nachgeben. Ich habe das mal gemacht und da habe ich keine Flüssigkeit nachgegeben. Ihr müsst gucken, wie groß ist eure Avocado. Ich habe ein bisschen Flüssigkeit dazugegeben. So, Leute. Guckt euch die Creme an. So sieht das dann ungefähr aus. Das ist meine Avocado-Thunfischcreme. Eigenkreation. Made by myself. Probiert das aus. Eiweiß-Nährwerte. Pro Bagel schreibe ich euch die Nährwerte unten in die Infobox. Plus, minus. Eiweiß, Kohlenhydrate, Fett. Jetzt schneiden wir noch Tomaten dazu und Mozzarella. Ihr merkt, der Junge meint es heute richtig ernst. Heute wird auseinandergenommen. Schöne Ding.
Wir versuchen gleichmäßige Stücke zu schneiden. Tomate, Mozzarella, hä? Ja, ja. Das ist Light Mozzarella. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ja. Aber es ist euer Körper, Haut auf den Putz, ist euer Problem. Heutzutage kannst du ja nichts mehr sagen. Egal, was du sagst, du bist böse, Mann. Hier. Ja, immer schön langsam. Behutsam. Gut, ich bin ehrlich zu euch, die Mozzarella-Stücke sind ein bisschen zu dick. Aber das interessiert mich jetzt ganz ehrlich nicht. Gebt euch das jetzt mal. Jetzt schneiden wir den Bagel hier auf. Ich muss aufpassen, weil sonst schneide ich mir in die Finger. Ich habe mir ja schon in die Finger geschnitten. Da habe ich Wassermelonen geschnitten. Boah, ich habe heute Wassermelonen gekauft. Ich zeige euch mal. Richtig leckere Dinger. Hier, guck mal. Richtig schön rot. Ich probiere jetzt, habe extrem Bock drauf. Wisst ihr, was zu Wassermelonen richtig schmeckt? Feta-Käse. Diese Wassermelonen schmecken krass, Bruder. Jetzt machen wir den noch. Ja, schön aufschneiden. Den machen wir hier rein. So, den toasten wir jetzt, ja? Ich mag diesen Toaster. Guck dir das mal an. Insgesamt 4 Scheiben passen da drauf. Bruder, ich hab's geschafft. Ich mag das Gerät. Sieht aus wie eine Lokomotive. Guck, läuft. An die ganzen Toasthersteller. Ich bin euer Mann. Ich bin da. Kein Problem. Anfrage herzlich willkommen. Jetzt werden die belegt. Ich mache immer lockere Creme hier so drauf. Schön. Schön drauf hier. Jetzt guckt euch an. Auge ist mit, Leute. Auge ist mit. Machen wir hier einmal Bam. Machen wir hier Bam. Versteht ihr, wie ich meine? Versteht ihr? Das ist ja atemberaubende Geschichte. Zack. Und dann machen wir noch einen hier. Zack. So. Bisschen Salz, Leute. Hier. Dann macht ihr ein bisschen Pfeffer. Nochmal hier drauf. Ja. Voilà. Guckt euch das an. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist doch wunderschön. Das, verehrte Zuschauer, das ist Kunst. Ich mache jetzt einen Geschmackstest, einen ehrlichen Geschmackstest, okay? Kein Fake, nix, okay? So, Bismillah. Guck. Was soll ich das so sagen? Auf den Punkt, Bruder. Diese Creme, das Geile ist, die ist gesund und die schmeckt einfach geil, Digga. Du hast kein schlechtes Gewissen oder so. Das ist Avocado und Thunfisch. Und jetzt guck mal, damit ihr hier auch Protein reinkriegt, immer macht ihr den da, dann macht ihr immer so ein bisschen hier drauf. Versteht ihr, wie ich meine? Weil da muss ein bisschen Eiweiß rein. Hm? Und dann immer hier wieder so drauf streichen. Hm? Schön, da habt ihr schöne Fette. An die, die jetzt kein Bagel nehmen wollen, sondern Low Carb Brot oder Eiweißbrot. Das ist egal. Heute kommt es auf die inneren Werte an. Der eine kann es mit den Kohlenhydraten, der andere nicht. Bei mir, ich brauche hier und da meine Kohlenhydrate, Leute. Nur Kohlenhydrate sind was Schönes. Verzichte ich doch nicht drauf. Diese Avocado-Thunfischcreme ist heute der Schlüsselspieler, Leute. Eigentlich, sage ich euch ganz ehrlich, habe ich dieses Video hier gemacht, um euch dieses Thunfisch-Avocado-Creme-Ding hier zu zeigen. Na, das könnt ihr machen im Bagel, in Toast, in Eiweißbrot, Low-Carb-Brot, was weiß ich. Ganz wichtig, Leute, ihr müsst das schon am selben Tag noch verbrauchen, ansonsten wird das braun wegen der Avocado. Nur so eine Kleinigkeit, okay? Am besten ihr macht es euch und ihr haut es den Tag weg. Immer schön dippen, streichen. Hm? Deutsche Frühstück, die lieben das ja, die machen ja immer so. Ich sehe doch, die machen so und dann machen die immer wieder drauf hier so. Die mögen das ja, hier, immer streichen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.